Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Darksiders 3. So, die Weihnachtsfeiertage sind noch nicht ganz vorbei, aber wir stürzen uns trotzdem weiterhin in das Abenteuer, das sich rund um die Apokalypse dreht. So, wir sind ja jetzt frisch in den Tiefen angelangt und ich bin gespannt, was uns hier unten erwarten wird. Kann ja nur gut laufen in so einem riesigen Gebiet, das komplett von Wasser erfüllt ist. Und wir jagen ein Viech, das sich am besten im Wasser fortbewegen kann. Ja, läuft richtig gut jetzt. Ohne Witz, die Tatsache, dass sich das Viech durch diese engen Passagen quetschen konnte, es muss irgendwelche Formfähigkeiten besitzen. Irgendwas. Denn ich habe jetzt auch kein größeres Loch gesehen, das verschüttet worden ist oder so ein Blödsinn. Deswegen, solange ich so etwas jetzt nicht hier irgendwo entdecke, gehe ich stark davon aus, dass dieses Viech irgendwelche Wandlerfähigkeiten besitzt. Egal welcher Art. So, erkunden wir erst einmal die Welt, die sich uns unter Wasser bietet. Ich denke mal, bei so einem großen Gebiet werde ich auch schon damit alleine eine ganze Weile beschäftigt sein. Eieieiei. Schön gucken. Auch ziemlich krasse Ruinen, die sich hier unter Wasser befinden. Ich frage mich, was hier früher. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Haut bitte ab! Hilfe! Oh! Vollkommen vergessen, dass ja jetzt und auch Unterwasserkämpfe hier stattfinden. Oh, davon werde ich niemals ein Fan werden. Oh Gott! Oh. Nein! Oh Gott, das ist ja überall! Oh Gott, ey. Alter, die kommen da unendlich oft raus. Shit. Okay, also da muss ich hier einfach nur durchsprinten. Dumm. Okay, da ist noch so ein. Keine Ahnung, was für ein Viech. Ein Kind von Cthulhu. Ich habe keine Ahnung. Habe ich da gerade eben. Nee, dort hinten habe ich etwas gesehen. Schön. Nein. Nein. Oh. Kleines Löchergewächs, habe ich dort auch etwas gesehen? Ich meine ja. Naja, das war jetzt so eine Abkürzung. Oh nein, hat doch sogar was hinterlassen. Einen großen Löcherhaufen. Nein, lass mich in Ruhe. Ah. Okay, das Gucken nach Items ist hier schon mit Gesundheit verlieren verbunden. Ich sehe es schon. Oh mein Gott, ey. Dämonenartefakt, schön. Hat hier unten irgend so ein Höllendämon so lange rumgegangen, bis er ersoffen ist. Toll. Gott, jedes Mal, wenn ich dieses Geräusch höre, ich löse jede fucking Mine in dieser Höhle aus. Unfassbar. So, da kann ich auch noch hoch. Was ist hier überhaupt? Ist hier irgendwas? Kann ich einfach nur zum Spaß hin, oder was? Na gut. Hier oben ist eh nix. Okay. Ja, finde ich interessant, dass man hier quasi zwischen dem freischwimmenden Modus und dem Eisenstiefel-Modus, nenne ich ihn jetzt einfach mal, wechseln muss. Die Kraftfähigkeit ist ja im Prinzip das gleiche wie die Eisenstiefel aus The Legend of Zelda. Hat ja genau den gleichen Effekt. Allerdings, ja, wobei, nee, doch, Link kann auch unter Wasser kämpfen, wenn er diese Stiefel anhat. Ansonsten kann er auch nur tauchen. Er kann nicht frei unter Wasser schwimmen. Zumindest nicht in den meisten Zelda-Spielen, die ich bislang gespielt habe. Die neuesten Sachen habe ich gar nicht gespielt. Ich glaube, das in Anführungszeichen neueste Spiel, was ich von The Legend of Zelda gespielt habe, bis ich dann am Ende keine Nintendo-Konsole mehr hatte. Ich glaube, das Neueste, was ich gespielt habe, war Twilight Princess. Soweit ich mich erinnern kann. Also Skyward Sword habe ich definitiv schon nicht mehr gespielt. Und das ist jetzt ja auch schon ziemlich alt. Ich habe mir schon so ein Let's Play wie so eine Let's Play-Reihe von den Game Grumps angeguckt, was The Legend of Zelda Breath of the Wild anging. Und das war ja mal ein richtig krasses The Legend of Zelda-Spiel. Also hoi, hoi, hoi. Was komplett Neues und ja, ich würde es auch feiern, wenn ich es hätte. Ah, da kann ich ja tatsächlich durch.
Aus irgendeinem Grund habe ich automatisch gedacht, ah, da haben die bestimmt eine unsichtbare Mauer platziert oder sonst irgendeinen Blödsinn. Aber ich sollte den Entwicklern ein kleines bisschen mehr vertrauen, was sowas angeht. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Mine, die jetzt links in meinem Rücken ist, könnte mir jederzeit in eben jenen Rücken fallen. Das gefällt mir nicht. Davon abgesehen ist das alles hier unter Wasser relativ verwinkelt. Kann das sein? Ich meine, ich habe mittlerweile schon das Gefühl, dass ich mich leicht verlaufen habe. Ist zwar noch nicht der Fall, aber wenn das so weitergeht, dauert es nicht mehr lang. Muss ich das Ding hier irgendwo hin platzieren, damit ich irgendwo rüber kann? Dahin vielleicht? Oh, natürlich! Das Ding hat irgendetwas verdeckt. Das ist natürlich die andere Alternative. Warum das Teil da... Oh Gott, überhaupt rumliegt. Oh Gott, ey, verpiss dich! Dreckige... Scheißmine. Oh nö, nicht festhalten, Fury. Ausnahmsweise... Nein! Dankeschön. Was haben wir hier? Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Na komm, hoch mit dir. Azazel-Verbesserung. Keine Ahnung, was sie bewirkt, aber es klingt mächtig. Azazel. Gucken wir gleich mal nach, was die bewirkt. Nee, wo ist es? Da. Plus 5% generierter Zorn pro Treffer mit dieser Waffe und plus 6 Zornbalken-Generierung pro Minute. Oh, pro Minute. Dienst du dem Prinzen der Finsternis? Ist ja jetzt nicht so interessant für mich. Ich meine, ich mag die Zornangriffe definitiv, aber ich jetzt nicht so sehr, als dass ich tatsächlich denke, ich muss sie mit einer höheren Frequenz raushauen. So oft, wie ich sie momentan raushaue, passt es mir ehrlich gesagt schon. Das muss ich jetzt gerade nicht wirklich beschleunigen. Spring da hoch. So. Ah, bin ich wieder in dem großen Raum, sage ich jetzt mal. Okay. Eieiei. Hier gibt es auch bestimmt einige Orte, die ich nur durch eine kleine einen kleinen Tauchgang erreichen kann. Garantiert. Mittelgroßes Löchergefäß. Ich tauche lieber nochmal auf. Ganz kurz zur Orientierung, wenn das hier an der Stelle überhaupt geht. Ja, es geht. Oh. Oh, schade. Ich habe hier zwar eine kleine Passage gefunden, aber hier ist leider nichts zu finden. Hätte ja sein können. Wow, wow, Moment mal. Wo geht's wieder zurück in diesen riesigen Raum, wo ich gerade eben war? Wow, Alter, wie ich mich da festhalten konnte, obwohl der Wasserfall da noch am Toben war unter mir. Das ist mir auch ein Rätsel. Ja, hier brauche ich wieder diese mysteriöse Wandsprungfähigkeit. Keine Ahnung, wo ich die bekommen kann. Aber eins muss ich sagen, dieses Unterwassergebiet, also generell alle Unterwassergebiete, die sehen richtig geil aus. Ja, diese verschiedenfarbigen Unterwasserpflanzen, schon, haben sie schon gut designt hier unten. Finde ich nice. Hier ist jetzt beim Kameradrehen auch nicht mehr dieses weiße Flimmern, das normalerweise beim schnellen Kameradrehen auftaucht. Das ist hier jetzt nicht so stark vertreten. Um ehrlich zu sein, bislang gar nicht. Und ich achte jetzt gerade sehr penibel drauf. Glaubt mir, ich mag das Spiel, aber ne, solche Kleinigkeiten, die fallen dann doch schon so leuchtend wie mir auf. Und ich achte normalerweise nicht so wirklich darauf. Ich bin ja jetzt nicht gerade, sagen wir mal, wie so ein verhätschelter PC-Gamer. Nichts gegen PC-Gamer, aber die sind ja ihre hohen Grafikeinstellungen gewöhnt und ihre 60 Frames per Second. Oh, bitte sag mir nicht, dass die hier auch unendlich oft, nee, scheinen die einzigen gewesen zu sein. Ach, gut. Ja. Die PC-Gamer, die sind ja meistens bessere Qualität gewöhnt, als sie auf den Konsolen dargeboten wird, sag ich mal. Ja. Deswegen,
Für mich muss es jetzt technisch nicht einwandfrei sein, damit ein Spiel mir gefällt. Aber solche Sachen, ne, dieses Weißkantenflimmern, das ist schon ein bisschen hässlich. Ja, ich glaube, da kann mir auch jeder zustimmen, auch wenn er dieses Spiel noch so sehr mag. Das ist schon einfach nur nicht krass Game-Breaking, dass man sagt, boah, das Spiel ist komplett scheiße, aber da hat es auf jeden Fall noch ein kleines bisschen mehr Politur gebraucht an der Stelle. Ich denke mal, das ist eine gute Art und Weise, es zu formulieren. Ich habe übrigens nach wie vor keine Ahnung. Ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis. Abgefuckte, dreckige Scheiß, verpiss dich doch! Meine Fresse. Bin ich eigentlich wieder jetzt in dem großen? Ja, ich bin wieder hier. Alles klar. Puh. Ich sollte jetzt mal mehr in diese Richtung gehen hier. Hier bin ich ja unten schon gewesen. Ist oben noch irgendwo auf einer der Kanten etwas zu holen? Man muss ja echt. Puh. Ich habe das Gefühl, ich schwimme hier die ganze Zeit im Kreis. Mache ich wahrscheinlich auch. Locker. Und dementsprechend finde ich hier nichts. Ich bewege mich die ganze Zeit in der gleichen Ecke. Und davon abgesehen habe ich jetzt schon meine Erholungen der Nephilim alle verbraten, weil ich mich von jeder einzelnen Unterwassermine habe treffen lassen. Okay, hier fehlt eindeutig noch ein Kristallschwert. Die Frage ist, wo kriege ich das her? So. Gibt es vielleicht ein zweites Schwert, Herren? No fucking shit, Sherlock. Ah, ist mir schon klar. Ich habe noch nicht mal versucht, sämtliche hier vorhandenen Schwerter zu treffen und mich danach zu wundern, warum es denn nicht funktioniert, warum es denn nicht weitergeht. Ach so, vielleicht weil da ein Schwert fehlt bei der einen Statue. Anstatt mich diesen Gedankengang wenigstens durchlaufen zu lassen, stattdessen die schon so, Klugscheiß, Klugscheiß. Ich sag's euch, am Anfang des Spiels, ich fand sie sausympathisch, ehrlich gesagt. Wider Erwartens fand ich sie sympathisch. Und dann immer mehr so dieses, ach Gott, halt die Backen. Ah, das hier könnte etwas versteckt sein. Irgendwo? Ah, okay, weiter unten. Auch gut. Rasereifragment. So, jetzt bewege ich mich wenigstens in einem neuen Gebiet hier. Ist hier? Nee. Man muss hier ja echt hinter jeder Ecke gucken. Dieses Spiel belohnt die nicht Experimentier. Jetzt habe ich Experiment mit Expedition verwechselt. Wow. Naja, auf jeden Fall die expeditionsfreudigen oder erforscherfreundlichen Spieler werden in diesem Spiel auf jeden Fall stetig belohnt. Ja? Hinter jeder Ecke befindet sich ein weiteres Item. Fuck! Nein! Das ist wieder diese Höhle. Ja, okay, alles klar. Ich war hier schon. So, was haben wir hier? Da habe ich auf jeden Fall ein Item gesehen und da sehe ich auch diese, keine Ahnung, Dämonenmoränen. Ich habe keinen Plan, was das für Viecher sein sollen. Naja, wie Moränen sehen sie ehrlich gesagt noch nicht aus. Noch nicht mal wie mutierte Moränen. Ich erinnere mich ja noch an die Moränen aus fucking Assassin's Creed 4. Die Unterwasserlevel da haben mir eine Gänsehaut eingejagt. Momentchen mal. Erzähl mir nicht, dass. Okay, nicht hinter jeder Säule. Das ist gut. Ich muss die wahrscheinlich wieder beide auf einmal aktivieren. Ach wie, ich kann das Ding unter Wasser nicht schmeißen? Wirklich? Ah. Okay, wenn ich schnell genug bin, reicht das auch. Gut. Das scheint nicht der Weg zum Kraken zu sein, deswegen kann ich mich hier ja ruhig umsehen. The fuck? Kann ich hier auftauchen irgendwo? Ah, nee, da weiter oben muss ich hin. Okay. Oh. Solche Unterwasserlevel findet man ehrlich gesagt selten in Spielen, wo man dann auch tatsächlich unter Wasser herumlaufen muss. Zum Glück gibt es keine störende Sauerstoffanzeige.
Ich meine, jeder andere apokalyptische Reiter konnte unendlich lange unter Wasser bleiben. Da wäre es jetzt blöd, wenn ausgerechnet bei Fury das Ganze anders wäre. Ach du Scheiße, ey, wie weit geht das hier denn noch? Das gibt's ja gar nicht. Ohne Scheiß, ich werde, glaube ich, diesen und den nächsten kompletten Part ja echt komplett mit der Erforschung dieser Unterwasserhöhle Herren, verbringen. Es ist ein weiterer Auserwählter. Was? Woher weißt du das? Eine Leere umgibt sie. Spürst du sie nicht? Mit nichts vergleichbar. Die Abwesenheit der Hand des Schöpfers. Alter, das ist ja schon der dritte, den wir gefunden haben. Und den werde ich jetzt garantieren. Also ich habe den zweiten, den ich gefunden habe, ja noch gar nicht bekämpft, aber ich werde gegen den Typen auf gar keinen Fall mit nur einem fucking Heiltrank und einer halben Energieleiste bekämpfen. Vergiss es. Aber okay, jetzt muss ich mir das hier schon einmal merken. So ein Unterwassertempel, wo ich ein Gitter geöffnet habe und da muss ich dann bis zum Ende schwimmen. Alles klar. Erst einmal weiter nach oben und gucken, ob sich dort etwas findet. Ich habe schon mal eine Wand zum Einbrechen entdeckt. Okay. Scheint eine einzigartige Stelle zum Auftauchen zu sein. Was haben wir hier Schönes dann? Eieieiei. Hier kann ich auch wieder runter. Oh. Naja, das Wasser geht mir aber bis zu den Schultern. Okay. Ja, gut. Ist ja klar, in welche Richtung das hin muss. Und Bams! Sehr schön. Kein lästiges Rumgeschiebe, wie es bei den Brüdern der Fall ist. Fury macht das Ganze mit einem einzelnen Hammerstreich. Warte mal, nein. Nein. Ah, shit. Wo ist mein... Ah! Ich habe jetzt so ziemlich jede Fähigkeit schon durch. Ah, Gott sei Dank. Obwohl ich meine Dreieckwaffe nicht eingesetzt habe, hat das Viech trotzdem eine weitere Erholung der Nephilim fallen lassen. Gott sei Dank. So, zack. Und Nummer 4 wieder geholt. Oh, ho, ho, ho. Hallöchen, ist da einer drin? Ha. Ich habe sowas von erwartet, dass da jetzt ein Viech rausspringt. Das hätte so gut gepasst. Doch, das sind ja nur diese Viecher und irgend so eine leere Hülle. Oh shit! Und dann wäre das Ding rausgesprungen gekommen. So. Wow, wow. Wow, au, 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 Alter! Wow! Mit 4 Erholungen bei so einem zu sterben, das ist schon peinlich, aber mit dem zweiten Streich habe ich einfach nicht gerechnet. Alles klar, so, das Problem ist, ich habe diesen Ort jetzt komplett durch Unterwasserreisen und durch Unterwasserlaufen erreicht. Wie soll ich jetzt wieder dorthin finden, wenn ich versuchen möchte, nur über Wasser zu bleiben? Nur über Wasser zu schwimmen. Keine Ahnung. Zum Glück ist der Speicherpunkt ja nicht allzu weit weg. Direkt um die Ecke. So. Oh ja. Die 20 Minuten sind vorbei. Alles klar. Ich mache aber noch ein kleines bisschen. Okay. Dort ist das Viech. Dann weiß ich schon mal, dass ich dorthin muss. Oder? Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Oh, sogar ein neues Item. Diamantspatzsplitter. Ich glaube, hier bin ich nicht ganz richtig. Aber fast. Oh Gott. Runter, runter, runter. Und gegen die Viecher kämpfen. Naja. Von wegen. Ah. Tatsächlich der allererste Darksiders-Teil,
das der Unterwasserkämpfe featured. Nee, wobei, Quatsch, im ersten, da konnte man ja definitiv unter Wasser auch zuschlagen. Ich erinnere mich gerade. Quatsch. Im ersten Teil war das ja auch möglich. Nur im zweiten war das bislang nicht möglich. Tod war ja über Wasser schon agil genug. Da musste das ja nicht unbedingt auch unter Wasser beweisen. Ah. Aber auf jeden Fall interessant, weil unter Wasser laufen, das konnte Krieg ja jetzt auch nicht. Zugegeben, er musste es ja auch nicht können, aber dennoch. Hat was Nices an sich, muss ich zugeben. Ups. So. Zack. Ah, geil. Ich kann damit sogar meine Seelen abtreffen. Das ist ja nice. Autsch. Ich versteck mich lieber. Wenn ich Deckung nehme, bewegt er sich. Immerhin, ne? So clever ist die KI, dass sie merkt, oh, wenn der dahinter steht, dann treffe ich ihn gar nicht. Und jetzt, Alter, jetzt hör auf, die ganze Zeit vor mir davon zu laufen, wie der Pussy. Okay. Oh, oh. Ach, ernsthaft? Obwohl ich ihn zu Boden geschlagen habe, hat er mich direkt abblocken können. Na komm, heran. Ich rechne immer mit diesem zweiten Angriff von ihm, der mich letztes Mal den Hals gekostet hat. Und erwischt. Ah, danke für das Diamantspatzstück. Nice. Hat was Gutes dabei gehabt. Oh, ein weiterer Verjüngungskern. Was bewirken die Dinger nochmal? Moment mal, damit habe ich... Hä? Damit hat sich jetzt meine Heilung noch einmal verstärkt? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Meine Erholung der Nephilim? Von Tod gefertigt. Er schenkte diesen Flakon vor langer Zeit seiner Schwester. Oh, die Itembeschreibung von der Erholung der Nephilim habe ich mir, glaube ich, noch nie durchgelesen. Ach, wie geil. Sie hat das von Tod? Das ist ja krass. Füllt sich selbst wieder auf, indem er Lebensenergie von toten Gegnern absorbiert. Obwohl Tod nicht so begabt war wie die Erschaffer selbst, besaß auch er geschickte Hände. Da sich die meisten Nephilim auf Waffen für den Krieg konzentrierten, bemühte er sich, etwas zu erschaffen, das Leben schenkt. Als er fertig war, bot er den Flakon Fury an, da ihr Hang zu Gefahren wohl bekannt war. Ha, geil. Schon ironisch, ne, dass der Tod etwas geschaffen hat, was einem Leben schenkt. Immer wieder schön zu sehen, was der Tod so alles tut. Vor allen Dingen für seine Brüder, ne? Hat er Fury geschenkt? So nach dem Motto, damit verreckst du nicht so schnell. Ich weiß ja ganz genau, wie heißblütig du bist. Ja, und für Krieg ist er halt im zweiten Teil durch mehrere Strapazen gegangen. Und hat am Ende seine Unschuld bewiesen und sogar die Menschheit gerettet. Yay! Puh. Ich bin echt gespannt darauf, wie der Darksiders 4 aussehen wird, jetzt schon. Denn Harder haben wir ja bislang als einzigen von den Vieren noch nicht gespielt. Ich bin auch gespannt, ob der gute Harder bis zum Darksiders 4 Teil seinen Namen überhaupt noch behalten wird. Kann ja sein, dass sein Name mal wieder wechseln wird. Im Laufe der Zeit bis zum vierten Teil. Wäre ja nicht das erste Mal, dass die Namen der apokalyptischen Reiter mal wieder wechseln. Ist schon ein bisschen merkwürdig, um ehrlich zu sein. Muss ich schon zugeben, ey. Dass die da ernsthaft
nicht bei ein und demselben Namen bleiben, sondern stattdessen ja, wechselt das ganz einfach mal, wie es beliebt. Aus Streit wurde auf einmal Hader, ne? Ich meine, klar, es klingt ein bisschen, sagen wir mal, eloquenter. Kann man das sagen? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott! Wo kommst du bitte her? Ah. So, ich habe nach wie vor keine Ahnung, wo ich ehrlich gesagt lang gehen muss. Klar, ich muss dort lang, durch dieses Tor. Aber wie komme ich an dieses dritte Schwert ran, das ich höchstwahrscheinlich... Ja, doch, ich sehe es doch da oben. Da ist es schon. Also, wie komme ich dorthin? Ich denke, ich werde den Part erst dann beenden, wenn ich tatsächlich den Gang dorthin gefunden habe. Den Weg, der mich zum Schwert führt, ist er tatsächlich schon hier? Ich glaube, das sieht verdammt gut aus. Ach, verdammt. Upsala. Na, oh, diese verdammten. Verreckt. Ah, okay. So. Gut, ich denke mal, damit haben wir den richtigen Weg gefunden. Und wir werden uns das Kristallschwert dann auf jeden Fall im nächsten Part holen, Leute. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr es schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Und noch schöne Weihnachtsfeiertage. Bis dahin, ciao, ciao.